Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern gab es ja für unsere Mannschaft das erste Testspiel, auch darauf gucken wir natürlich heute nochmal zurück, auch auf unser neues Trikot und logischerweise gibt es auch mal wieder einige Transferneuigkeiten und zwar konkrete Aussagen zu Piringer, Bülter und Salazar und zudem haben wir noch den fixen Abgang von Amin Harid. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen Schalke-News. Legen wir erstmal los mit dem gestrigen Testspiel-Sieg beim SV-Spelle-Fanhaus, denn das war ja unser erstes Spiel für unsere neue Mannschaft. Nachdem man ja eine Woche im Training war, gab es nun den 3-0-Sieg beim Regionalliga-Aufsteiger. Klar, viele Fans haben sicherlich erwartet, dass man so eine Mannschaft 6, 7, 8, vielleicht sogar 10-0 aus dem Stadion schießt, aber grundsätzlich. War man auf Schalke mit diesem Spiel, mit diesem Erfolg auf jeden Fall zufrieden, weil man eben gesehen hat, was man sehen wollte. Und manche Erwartungshaltung von Fans, dass man eben so einen Gegner zweischlich wegknallt, auch einfach nicht realistisch ist nach einer Woche Training. Thomas Reis hat auf jeden Fall auch die Mannschaft gelobt, konnte dadurch eben auch schon erste Erkenntnisse gewinnen. Und man hat eben auch gesehen, dass man das Spiel eben jetzt auch nicht überbewerten sollte, weil es auch nicht so einfach ist, in so ein Spiel direkt auch gut reinzukommen, weil man natürlich auch ein paar Neuzugänge hat und eben erst eine Woche trainiert hat. Aber für Reis war es auf jeden Fall eine gute Abwechslung. Die Torschützen waren ja Sebastian Polter, Brian Lasme und Keke Top und Spelle. Die haben natürlich schon eine gewisse Art und Weise uns gezeigt, wie es auch in der zweiten Bundesliga passieren könnte. Ein sehr sehr defensiv orientierter Gegner, der auf Kontern aus ist und wir mussten dem auch dann spielerische Lösungen finden und so. Hat auch Reis nochmal gemacht, dass das Spiel uns auf jeden Fall auch geholfen hat, uns weiterzuentwickeln. Andre Hechelmann hat es dann nochmal ein bisschen deutlicher formuliert. Ein typischer Aufgalopp. Gewonnen, keine Verletzten, alles gut. Und ich glaube, so ist auch auf jeden Fall das Fazit nach diesem 3-0-Sieg beim SV-Spelle-Fan-Aus. Auch unsere neuen Spieler haben wir sicherlich einen durchaus guten ersten Eindruck gemacht. Und jetzt geht es eben auch darum, weiterhin Abläufe reinzubekommen. Natürlich sind jetzt auch die ersten Trainingswochen immer unglaublich intensiv und das nächste Testspiel ist ja bereits auch äh, am Donnerstag und zwar beim Regionalligisten, dem ersten FC Bocholt. Ansonsten war natürlich auch noch interessant, dass das Spiel gestern zum ersten Mal auch ein Spiel war, wo wir ein neues Trikot getragen haben, denn gestern ist ja auch unser Auswärtstrikot rausgekommen, wo ja vorne auf der Brust nur Schalke 04 steht haben sicherlich schon viele Fans gekauft. Ich selber habe es mir auch direkt bestellt und mittlerweile sind die Trikots sogar schon ausverkauft. Aber natürlich wird es auch die Trikots bald noch mal in normaler Form geben mit unserem dann neuen Hauptsponsor, wenn er denn mal da ist und dann logischerweise auch für jeden, der eins haben möchte. Eins haben will möglicherweise Amin Harit nicht mehr von Schalke 04, wenn es um ein Trikot geht, denn nun ist die ganze Geschichte auch offiziell. Harit wechselt endgültig zu Olympique Marseille. Klar, einige Fans dachten ja schon im Winter, die ganze Geschichte wäre offiziell, aber auch dort gab es ja nie eine offizielle Bestätigung, denn Harit wurde zu Marseille verliehen mit zwei Kaufbedingungen: zum einen eine Einsatzklausel. Und die war bereits im Winter erfüllt. Zum anderen musste Marseille mindestens tabellen werden. Auch das war am Ende locker erfüllt, aber eben auch ist jetzt offiziell. Und deswegen hat die verankerte Kaufpflicht gegriffen. Und Tarit verlässt Schalke endgültig und wechselt endgültig zu Olympique Marseille. Wenn man ja dann mal so den Medienberichten glaubt, bekommen wir ja dafür circa 5 Millionen Euro. Und Hechelmann hat sich auch nochmal dazu geäußert. Wir sind froh, dass so noch offiziell alle vertraglichen Bedingungen erfüllt sind. Wir wünschen Armin für seine Zukunft in Frankreich sowohl sportlich wie privat alles Gute und viel Erfolg. Und ich denke mal dem können wir Fans uns auch auf jeden Fall anschließen und klar ist aber auch das Geld, was wir jetzt eingenommen haben, diese ca. 5 Millionen Euro, die sind wohl bereits verplant, also weil eben auch viele ja schon davon ausgegangen sind, dass man das Geld schon im Winter bekommen hätte oder besser gesagt, dass da schon fix war ist wohl auch schon Teile dieser Ablösesumme in unsere Wintertransfers geflossen. Deswegen sollte man jetzt nicht denken, oh, wir haben 5 Millionen Euro, die wir jetzt einfach so investieren können. Geld was wir aber bald investieren können, bekommen wir wohl durch Marvin Pieringer, denn sein Abgang steht nun kurz vorm Abschluss. In den vergangenen Tagen haben wir auch hier über Marvin Piringer immer wieder viel diskutiert und wer gestern auch unser Testspiel verfolgt hat, dem ist sicherlich aufgefallen, dass Marvin Piringer weder in der ersten Halbzeit noch in der zweiten Halbzeit auf dem Platz stand, denn er könnte Schalke auf jeden Fall bereits in den kommenden Tagen verlassen. Denn unser Stürmer steht wohl unmittelbar vor der Einigung über einen Wechsel zu einem neuen Verein und das hat eben auch Schalke gestern nochmal offiziell bestätigt. Marvin Pieringer war nicht dabei. Er befindet sich in Gesprächen mit einem interessierten Verein. Wir gucken mal, wie die Gespräche verlaufen und vielleicht gibt es Anfang der Woche dann aktuelle News, hat unser Sportdirektor André Hechelmann nochmal klargemacht. Interesse gibt es ja für Piringer von Ex-Club Paderborn, aber vor allem auch aus der Bundesliga von Heidenheim und Darmstadt. Und man erhofft sich ja wohl mindestens eine Ablöse von 2 Millionen Euro. Und ich denke mal, genau dieses Geld werden wir auch dann am Ende entweder von Heidenheim oder Darmstadt bekommen. Ich glaube persönlich nicht daran, dass Paderborn das Rennen macht, wobei es natürlich für Piringer sportlich vielleicht sogar interessant wäre. Glaube ich aber nicht. Ich denke, sein Weg führt in die Bundesliga und dort könnte vor allem auch Heidenheim, glaube ich persönlich auch durch deren Kaderplanung, wie sie es so machen, durchaus mit am besten hineinpassen. Und wenn wir dann am Ende 2 Millionen plus X kriegen, dann kann ich das durchaus verstehen. Auch wenn ich es wirklich schade fände, wenn man ihn einfach als Spielertypen abgibt. Weil ich finde schon, dass er uns. Elemente gibt in unserem Offensivspiel, die wir so nicht haben. Auf der anderen Seite passt er aber aktuell einfach nicht ins ein mann weil wir dort Polter und Teroda haben, plus auch Top seine Chancen bekommen soll. Und vielleicht will er ja auch gar nicht seinen Vertrag bei uns verlängern. Der läuft nur noch ein Jahr und dann ist es sicherlich jetzt besser, das Geld mitzunehmen. Auch wenn der Abgang rein sportlich ja, schon ein bisschen wehtut, meiner Meinung nach. Aber gut, wenn wir ein Geld dafür kriegen, was wir dann auch erst recht in andere Positionen stecken können, dann macht das auch durchaus Sinn. Sinn macht es sicherlich auch, wenn Rodrigo Salazar und Marius Bülter unsere Kassen ein bisschen voll machen, denn beide sehen sich ja wohl nicht mehr auf Schalke. Auch beim gestrigen Testspiel waren ja beide nicht mit dabei. Salazar ist dann auch im Urlaub nach seinen Länderspielen. Mit Uruguay und Marius Bülter ja noch nicht so richtig fit. Er war eben weiterhin verletzt und deswegen auch gestern nur in Trainingskleidung mit am Stadion, hat aber auch immer erneut fleißig Autogramme für unsere Fans gegeben. Und trotzdem ist es wohl auch gut möglich, dass beide Spieler gar kein Spiel mehr für Schalke bestreiten, denn vor allem auch für Rodrigo Salazar gibt es mittlerweile konkrete Angebote. Das ist korrekt. Es sind Angebote eingegangen. Auch da müssen wir uns erstmal grundsätzlich Gedanken machen, hat Hechelmann auch nochmal nach dem Spiel erklärt. Denn man sei auf jeden Fall jetzt auch erstmal dabei, genau diese Angebote zu prüfen. Was macht da Sinn? Wie sieht es außer dem möglichen Salazar-Abgang? Denn Schalke ist natürlich in einer guten Verhandlungsposition. Der Rodri hat drei Jahre hier Vertrag. Wir sind erstmal total entspannt. Von daher gibt es auch keine Bewegung in irgendeine Richtung, hat unser Sportdirektor nochmal erklärt, dass natürlich wir auch keinen Drang haben, Salazar abzugeben. Aber natürlich wird er auch schon seit Wochen mit einem Wechsel nach Brasilien in Verbindung gebracht. Der FC Sao Paulo und auch Vasco da Gama werden ja immer wieder genannt. Und bislang wurde auch immer gesagt, dass es eben keine Angebote gibt. Und auch ich habe ja hier immer wieder betont, Deutsche Medien berichten kaum darüber, dass es irgendein konkretes Interesse gibt, aber genau das hat sich eben nun geändert durch Hechelmanns klare Aussagen. Es liegen Angebote vor und damit wird man sich eben auch nun beschäftigen. Ich würde mir auch hier wünschen, dass, wenn eben auch Salazar gehen will, ein gutes Angebot vorlegt, man die ganze Geschichte zügig klären kann und ähnlich. Will man es sicherlich auch bei Marius Bülte haben, denn da sieht es ja nochmal mehr nach einem Abgang aus, aber auch da ist die ganze Geschichte noch nicht fix und deswegen gibt es auch dort weiterhin nichts zu vermelden. Aus Hoffenheim gibt es auch noch nichts Neues. Wir sind weit in den Gesprächen. Schauen wir mal, was die neue Woche bringt meinte Hechelmann auf jeden Fall nochmal dazu, dass vielleicht auch sogar Anfang der Woche hier schon was passieren kann bezüglich Marius Bülter, denn natürlich hätte man die ganze Geschichte gerne vom Trainingslager geklärt, da geht es ja Ende der Woche hin nach Mittersill, wodurch man auch durchaus bereit dazu wäre, Marius Bülter jetzt Anfang der Woche zu verkaufen, aber eben auch dort nur für den Preis, den man mindestens haben will, wir reden hier über 4 bis 5 Millionen Euro und wenn Hoffenheim das am Ende nicht bezahlt, dann könnte der Deal auch weiterhin platzen. Wie gesagt, aktuell gibt es dort relativ wenig Bewegung bei der Personalie Bülter, das könnte sich aber in den nächsten Tagen schon verändern. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen Schalke-News in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, Schau und Glück auf, alle Schalker.